Moin zusammen. Sowas habt ihr im Wetterbericht bestimmt schon öfters mal gesehen. Wahrscheinlich habt ihr auch schon von Hoch- und Tiefdruckgebieten gehört. Aber was ist das überhaupt und wie entstehen sie? Das erfahrt ihr jetzt. Fangen wir erstmal damit an, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Tiefdruckgebiete sind, wie der Name schon sagt, Gebiete, an denen der Luftdruck niedrig ist. Das bedeutet, dass wenige Luftteilchen einen großen Raum einnehmen. Im Gegensatz dazu sind Hochdruckgebiete dann Räume, in denen der Luftdruck hoch ist. Die Luftteilchen sind also enger beieinander. Das ist natürlich noch nicht alles. Schauen wir uns mal an, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete entstehen. Hier unterscheidet man nochmal in thermische und dynamische Hoch- und Tiefdruckgebiete. Thermische Tiefdruckgebiete entstehen durch Sonneneinstrahlung. Bei einer starken Sonneneinstrahlung erwärmt sich der Boden. Der gibt dann Wärme an die Luft ab und die warme Luft steigt auf. Das liegt daran, dass sich warme Luft ausdehnt und dadurch leichter ist als kalte. Ist an einem anderen Ort die Sonneneinstrahlung nicht so stark, erwärmt sich der Boden nicht und die Luft bleibt kalt. Kalte Luft zieht sich zusammen und wird dadurch auch schwerer. So entsteht dann ein thermisches Hochdruckgebiet. Neben den thermischen gibt es auch noch die dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebiete. Die entstehen durch Jetstreams. Jetstreams sind Windgürtel, die um die Erde gehen. Schauen wir uns aber noch an, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete in der Atmosphäre vorkommen. Da haben wir einmal das Bodentief und das Höhenhoch. Bodentiefs sind, wie der Name schon sagt, Tiefdruckgebiete in Bodennähe. Und Höhenhoch sind dann also Hochdruckgebiete, die sich weit oben in der Atmosphäre befinden. Das Bodentief entsteht also durch die Erwärmung des Bodens und dadurch auch die Erwärmung der bodennahen Luft. Die erwärmte Luft dehnt sich aus und steigt auf. Dadurch sinkt der Luftdruck am Boden und ein Tiefdruckgebiet ist entstanden. Aus der erwärmten, aufgestiegenen Luft entsteht dann das Höhenhoch. Das liegt daran, dass die Luft immer mehr abkühlt, je höher sie steigt. Da sich kalte Luft zusammenzieht, entsteht dann ein hoher Luftdruck. Jetzt gibt es aber auch noch die umgekehrte Variante, also das Bodenhoch und das Höhentief. Stellt euch vor, die Sonne erwärmt eine Oberfläche, die nicht so schnell warm wird, zum Beispiel einen See. Da sich die Seeoberfläche nicht so stark erhitzt, erwärmt sich die Luft darüber auch nicht stark. Die Luft dehnt sich also nicht aus und steigt auch nicht nach oben. Da die Luft dann enger beieinander bleibt, ist der Luftdruck höher und es entsteht ein Bodenhoch. Ein Höhentief entsteht, wenn die aufgestiegene, abgekühlte Luft vom Höhenhoch seitlich wegströmt. Da kalte Luft schwerer ist, sinkt sie dann wieder ab. Dadurch ist der Luftdruck an den Stellen, an denen die Luft wieder abgesunken ist, niedrig. Es ist also ein Höhentief entstanden. Merkt euch aber, dass wenn in Wetterberichten von Hochs und Tiefs geredet wird, immer die Bodentiefs oder Bodenhochs gemeint sind. Jetzt ist noch wichtig zu wissen, dass durch die Hochs und Tiefs der Wind entsteht. Hochs und Tiefs wollen sich immer ausgleichen. Gibt es in einem Gebiet mehr Platz für die Luftteilchen, strömen sie dorthin. Das nennt man dann Ausgleichsströme. Die Luft aus dem Hochdruckgebiet wird also wie von einem Staubsauger zum Tiefdruckgebiet gezogen. Dadurch entsteht dann der Wind. Wir können aber nur den Wind zwischen Bodentiefs und Bodenhochs wahrnehmen. Treffen jetzt Ausgleichsströme aus zwei Richtungen zusammen, nennt man das Ganze Konvergenz. Strömen sie aber voneinander weg, ist das die Divergenz. Schauen wir uns das Ganze mal anhand eines Aquariums an. Nimmst du mit einem Eimer in der Mitte Wasser raus, dann bleibt da ja nicht einfach ein Loch. Das Wasser von links und rechts strömt nach und füllt das Loch auf. Und genauso ist das auch bei der Luft. Ist also an einer Stelle weniger Luft als drumherum, so strömt sie von den Seiten nach. So, das war jetzt ganz schön viel. Fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Hochs und Tiefs sind Gebiete, in denen entweder hoher oder niedriger Luftdruck herrscht. Außerdem kann man zwischen thermischen und dynamischen Hoch- und Tiefdruckgebieten unterscheiden. Tiefdruckgebiete entstehen durch die Erwärmung der Erdoberfläche durch die Sonne. Dadurch dehnt sich die Luft aus und steigt auf. Kommt es zu einer Abkühlung der Luft, zieht sie sich wieder zusammen und es entsteht ein Hoch. Man unterscheidet auch zwischen Bodentief und Höhenhoch und Bodenhoch und Höhentief. Durch die Hoch- und Tiefdruckgebiete entsteht dann Wind. Das liegt daran, dass sich Hochs und Tiefs immer ausgleichen wollen.
Lernst du gern mit Karteikarten? Dann geht's jetzt noch viel einfacher. In der Simple Glove App kannst du dir deine eigenen Karteikarten erstellen. Egal, ob du zu Hause oder im Bus bist, du hast alles direkt in deiner Hosentasche und kannst üben, wann immer du willst. Ganz ohne Schulbuch. Also klick jetzt auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.